Hallo, mein Name ist Felix Zimmermann vom Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und digitale Spiele. In diesem Kurzreview für die Datenbank Games und Erinnerungskultur der Stiftung Digitale Spielekultur beschäftigen wir uns mit Black Haven und fragen uns, welche Bedeutung dieses Spiel für die Erinnerungskultur hat. All right then, Mom, I gotta let you go. You know how strict they are about being on the phone, and I am a model employee who's getting an outstanding recommendation. Wir spielen Kendra Turner an ihrem ersten Arbeitstag als Praktikantin der Black Haven Hall Historical Society. Wegen eines Feiertags sind Museum und Gedenkort eigentlich geschlossen, sodass Kendra den Tag alleine auf dem Anwesen verbringen muss. Es gibt trotzdem einiges zu tun. Ihre Chefin, Helen Morris, hat ihr Anweisungen hinterlassen. Drei Aufgaben, die wir nun als SpielerInnen im Laufe des Spiels abzuarbeiten haben. Soweit so langweilig. Zumindest scheint es auf den ersten Blick so. Wir steuern Kendra aus einer Ego-Perspektive heraus. Das Spiel ist mit den sogenannten Walking Simulators vergleichbar, das heißt, es geht hier tatsächlich hauptsächlich um das Erkunden der Umgebung. Zeitkritische Herausforderungen gibt es keine Gegner zu bekämpfen, keine Sprungpassagen zu meistern. Das macht das Spiel sehr einsteigerfreundlich, nicht zuletzt auch, weil das Spiel kostenlos für Windows-PC erschienen ist. Gallery Quiz. Got it. Wir beginnen nun also mit unserer ersten Aufgabe, betreten die überschaubare Ausstellung der Black Haven Hall. Wir erfahren vom großen Thomas Harwood, der hier als vergessene Heldenfigur der US-amerikanischen Geschichte und Vorkämpfer für Freiheit und Unabhängigkeit im Zuge der amerikanischen Revolution geradezu verehrt wird. Black Haven Hall und Thomas Harwood sind fiktiv, doch realen US-amerikanischen Historic Houses nachempfunden. Schnell entdecken Kendra und damit auch wir Risse in der Heldenerzählung des Museums, in der perfekten Fassade der Harwoods. Als wir vor das Familienporträt in der Ausstellung treten, entdecken wir eine schwarze Frau im Hintergrund. Ein Wendepunkt im Spiel. Oh, hey there. I wonder if this is the first time it's ever been just you and another black girl here. What stories must you have about these people? Und damit kommen wir zur erinnerungskulturellen Bedeutung des Spiels. Die Zweifel werden größer. Kendra beginnt zu Recht, die Geschichte, die von der Black Haven Hall konstruiert wird, in Frage zu stellen. Und auch für uns SpielerInnen wird kaum übersehbar, dass hier Teile der Familiengeschichte der Harwoods ausgeblendet zu werden scheinen. Welcome to the Black Haven Hall Historical Society Audio Tour. Wir bewegen uns in Richtung der Kolonialvilla der Harwoods, aufwendig restauriert, nachdem sie vermeintlich im Freiheitskampf gegen die Briten zerstört wurde, im sogenannten Battle of Black Haven. Der Audioguide inszeniert die Harwoods als perfekte Familie, hochgebildet, kulturell versiert. Die SklavInnen, die für die Harwoods im Haus und auf den Feldern des Anwesens arbeiten mussten, werden in Ausstellung und Audiotour ausgeblendet, wenn überhaupt, dann euphemistisch als Servants bezeichnet. Die erheblichen Zweifel an der romantisierten Darstellung der Plantagenbesitzerfamilie werden dann zur brutalen Gewissheit, wenn wir mit Kendra unserer letzten Aufgabe nachgehen, dem Scannen von Dokumenten im Archiv. Interessant ist, wie hier die direkte Arbeit mit Quellen, Fundament der Geschichtswissenschaft, in den Vordergrund gestellt wird. Wait. Oh my God. Are those? Sklavenfesseln machen unmissverständlich klar, die Harwoods waren keineswegs die wohlwollenden Plantagenbesitzer, die ein freundschaftliches Verhältnis mit ihren Servants pflegten.
Und so arbeiten wir uns als Kendra durch Seite um Seite an Aktenmaterial, lernen von Gideon Harwood, einem Nachfahren Thomas Harwoods, der im Zuge des Sezessionskriegs unaussprechliche Verbrechen gegen schwarze Soldaten verübte. Und wir entdecken zeitgenössische Berichte, die auf Misshandlungen und sogar Tötungen der SklavInnen durch die Harwoods hindeuten. Nicht zufällig wird dieses belastende Material von der Blackhaven Hall Historical Society unter Verschluss gehalten, scheint doch, wie Kendra ebenfalls herausfindet, Rassismus einen festen Platz in der Führungsetage des Museums zu haben. Okay, Helen said to leave the key in the top desk drawer. Blackhaven lebt von diesem spezifischen Konflikt als schwarze Protagonistin auf eine unverhohlene Ausblendung afroamerikanischer Geschichte zu stoßen. Der Rassismus der Harwoods lebt in der Blackhaven Hall Historical Society weiter und Kendra merkt deutlich, dass sie hier nicht willkommen ist. Eine eindringliche Perspektivübernahme, die für sich genommen schon von didaktischem Wert ist und durch die Kommentare, die Kendra zu ihrem Erleben abgibt, verstärkt wird. You know, we just thought it would be fun. You thought it would be fun for you and your girls to put your feet up in a slave cabin? Als Spiel, das besonders auf die amerikanische Revolution abhebt, aber auch Andeutungen an den amerikanischen Bürgerkrieg macht und dabei bewusst Black American History in den Vordergrund stellt, eignet sich das Spiel, um sich diesen Themenfeldern differenziert anzunähern. Zuletzt erscheint der Einsatz des Spiels im Kontext einer Diskussion gegenwärtiger Geschichtsrezeption bzw. der Konstruiertheit von Geschichte generell produktiv. Blackhaven zeigt eindringlich, dass Auswahl, Auslassung und Deutung von Quellen schon ein konstruierender, gar ein politischer Akt sind. Das Spiel betont die Verantwortung von HistorikerInnen und eignet sich so, um sich ganz grundlegend mit historischer Arbeit und öffentlicher Geschichtsvermittlung im Sinne einer Public History auseinanderzusetzen. Das Spiel ist mit maximal 3 Stunden sehr kurz, grafisch nicht besonders aufwendig und spielmechanisch rudimentär und damit für zahlreiche Zielgruppen zugänglich. Ich danke fürs Zuschauen und Zuhören. Mit Fragen können Sie sich gerne an die Stiftung Digitale Spielekultur oder den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele wenden. Ciao!